Denn sie nimmt nicht nur wichtige gesellschaftliche, kulturelle und politische Aufgaben im Umwelt- und Naturschutz in unserer Region, sondern auch weit darüber hinaus wahr. Mit ihren ganz besonderen Projekten erweckt sie in der Bevölkerung das Bewusstsein für unsere einzigartige Landschaft, für die Schönheit unserer Natur und macht so überregional auf diese Region aufmerksam. Dies bringt natürlich viele Menschen zu uns, viele Besucher, die in unsere Region kommen. Und Gott sei Dank erkannte man noch gerade früh genug, welches Potenzial diese Region sowohl in touristischer Hinsicht, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht mit sich bringt. Der Name Osterland, den die Arbeitsgemeinschaft AG Osterland, ja, lieber Herr Bölsche, ich glaube, das war der Januar 2004 in Osten, das war ja der Gründungstag, mit 11 Mitgliedern die AG Osterland ja zum Leben gerufen, ja, dem sich die AG Osterland gegeben hat, ist längst zu einer Marke, längst zu einem Branding dieser Region geworden. Die Bezeichnung oder der Name Osterland wird mit Stolz und mit viel Bewusstsein für diese Region von Vereinen, von Firmen und auch mittlerweile von Produkten getragen. Meine